Hey und herzlich willkommen bei Divinity Original Sin Enhanced Edition. Die Luzi und ich, wir stehen immer noch hier rum und wir betrachten gerade die Textur hier, die irgendwie komisch aussieht. So, ich gebe jetzt erstmal. Genau, der Schattenwurf ist oder? Warte mal. Sind die flach, die scheinen noch? Der Schatten dreht sich, aber es wirkte. Nee, doch nicht. Er dreht sich nicht. Oh, es ist befremdlich. Ich habe dir gerade zwei Wiederbelebungsrollen gegeben. Ja. Dann musst du eine an Wolgraf geben, weil ich habe jetzt eine an Madora gegeben. Ich wünsche mal, die Sachen, die leer sind, würden so als grau in der Leiste drin bleiben, weißt du? Das fände ich schon ganz geil. Oder hatte Wolgraf? Ne, Wolgraf hat drei jetzt, entschuldige bitte. Der hatte ja noch zwei, der ist ja die ganze Zeit gestorben wie ein Großmeister. Dann soll ich Stapel aufteilen und gebe jetzt Stapel aufteilen. Wie viel hast du jetzt noch? Ich habe 1-1. Dann kriegt jetzt einmal die Luzi noch einen und einmal der Kumpel, weil die Hauptcharaktere haben dann jeweils zwei. Die sind, also Kumpel zumindest ja mittlerweile relativ stabil. So, du wolltest jetzt mit einem Portal irgendwo reisen. Genau, ich dachte, zu den verlassenen Höfen ist, glaube ich, am schnellsten zum Leuchtturm, oder? Ja, mach das, da wollten wir sowieso gucken, was da abgeht. Richtig. Du hast die Zeit im Blick? Ja. Das ist gut. Ihr könnt das Scrollen auch komplett abschalten. Warum sollten wir? So. Ich scrolle sehr gerne und sehr viel. Ah, da wären verlassene Höfe doch. Was? Wo sind wir denn jetzt? An den verlassenen Höfen, genau. Dann können wir direkt hier rüber Ja, und da oben ist der Leuchtturm. Das ist nur ein Katzensprung. Wenn ich das richtig sehe, müsste das die Richtung hier sein, ne? Ich bin gespannt. Das müsste hier lang sein. Das müsste hier lang sein. Und hier hinten oben, hier hatten wir einen epischsten Epischkampf. Ja. Ah ja, gut. So, dann komme ich mal zurück und gucke uns beim Laufen zu. Wo sind wir denn? Ach, da sind wir ja. Oh, das Wetter wird schlechter. So, da laufen wir und laufen. Laufen, laufen, laufen und hier kommen nasse Soldaten rausgerannt. Komisch. Ich auch. Rein. So, und ich gehe runter. Ich glaube, der war unten, ne? Ich glaube, ja. Im Keller. Du kannst jetzt vielleicht die, falls die Desdemona nochmal spricht, kannst du die vielleicht sprechen. Desdemona, meine Liebe, ich hätte wissen müssen, dass ihr mich niemals hintergehen würdet. Ich hätte wissen müssen, dass eure Liebe so ewig ist wie der Himmel. Der Wahnsinn ergriff mein Herz und mit messerscharfen Nägeln schlitzte er es auf, um in seinem tiefsten Innern mörderische Absichten zu sehen. Doch seht uns jetzt an. Nicht einmal der Tod konnte unsere Wiederzusammenführung verhindern. Ich flehe euch an, meine Liebe, vergebt mir. Mit nur einem Wort könnt ihr mein Herz heilen und die Narben glätten, die der Wahnsinn hinterlassen hat. Vergebt mir, mein geliebtes Weib, die meine, vergebt mir. Ihr kennt nun die ganze Geschichte. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, meinen Seelenfrieden zu finden. Einerseits bin ich fuchsteufelswild. Andererseits bin ich blind vor Wut. Wie ist eure Meinung zu meinem Ehemann, dem Mörder? Nun gut, sie sind eh beide tot. Und sie sind wiederverwandt. Ne, tot und wiedervereint, was in Wirklichkeit nie passieren wird, aber hier ja. Das heißt, wenn die sich vergeben und wenn die vorher so glücklich waren, dann sollte sie tatsächlich vergeben. Ja, hätte ich auch gesagt. Ne? Samson bereut aufrichtig. Desdemona sollte ihm vergeben, damit sie beide die Sache hinter sich lassen können. Samson ist truly repentant. Desdemona ought to forgive him, so they can both move on. Ja, das stimmt. Samson hat eine schreckliche Tat begangen. Aber ich habe noch nie jemand gesehen, der so voller Reue ist. Indeed. Samson committed a terrible, I suppose. Mitfühlend. Du hast gar nicht vorgelesen. Doch. Du hast nicht vorgelesen. Ach, jetzt
Ich denke, ihr habt recht. Was geschehen ist, ist geschehen und mir bleibt nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Ich vergebe euch, Samson. Ich denke, Ende des Dialogs. Ja gut, die sind jetzt wieder vereint. Ne? Ja. Und wir wollen reden. Interessante Sehstufe 5, er Stufe 3 ist, ja, dann machen wir das. Ich brauche einen Augenblick, um darüber nachzudenken. Was war das? Huh. Die sind in Luft aufgelöst. Ja, ich habe es mitgekriegt mit 2100 dp, was ich sehr positiv anmerken möchte. Ich tue mir gerade sehr schwer. Aber als alter Klugscheißer. Ja. An der Südkar-Akademie gab es ein altes Sprichwort. Ein Quellenjäger ohne Mitgefühl ist wie ein Fluss ohne Wasser. Eure Güte ist ein Segen für unsere Gruppe. Your kindness is a great boon to our team. Tagebuch aktualisiert. Ja. Wir rieten Desdemona, Samson zu vergeben. Das tat sie und sie machten sich gemeinsam auf in die Halle der Seelen. Schön. Ja. Schön, schön. Dann könnten wir jetzt, wenn wir wollen, ja, zur Katzenliebe. Speichern. Ach ja, die Katzenliebe. Da bräuchte ich das Bändchen, aber wo das kann ich dir geben. Wo bist ich du hin? Ich bin nur raus vor den Leuchtturm. Ach so. So, ich hab's dir gegeben. Weil ich kann ja mit den Katzen sprechen. Und zu wem muss ich denn wir jetzt? Wir gehen einfach zum Nordtor. Zum Nordtor, ne? Bin unterwegs. Ich weiß nicht, ob du mitkommst. Naja, komisch, dass du und ich nicht und wie auch immer. Sind wir auch raus aus dem ekligen Wetter. Schön, schön. Mauser rennt wieder irgendwo hin. Ich glaube... Ach nee, ich wollte da nicht rein. Ich gehe erstmal in die Kneipe. Ich gehe erstmal zu unserem Katerchen. Mhm. Ich muss mir das Bändchen aber nochmal angucken, bevor ich mit dem Katerchen rede. So, das Katerchen. So, mal gucken gerade. Sams Halsband. Elegant. Mit feinem Leder und Juwelen besetzten Schnallenfädel. Genau das Richtige für jemand, der sich gern aufdonnert wie ein V. Was treibt die kleine Esmeralda denn so? Sie hat mit Abstand den gemütlichsten Schoß. Esmeralda? Moment, wer ist Esmeralda? Nochmal. Die Frau von dem Arztmitglied Jake. Ach, richtig. Was Maxine angeht. Bei meinen schwingenden Schnurren. Ihr habt mein Halsband gefunden. Oh, vielen Dank. Seid gesegnet. Ich werde es augenblicklich anlegen und zu Maxine eilen. So schnell wie meine Pfoten mich tragen. Ihr habt mich zum glücklichsten Kater der Welt gemacht. Das habt ihr. Na, dann müssen wir wohl jetzt auch dahin. Ich würde sagen, wir rennen dem Kater einfach hinterher. Guck mal, wie süß der rennt. Der rennt. Ach so, ich habe ihn gar nicht gesehen. Direkt vor deiner Nase. Jetzt sehe ich ihn. Er ist aber nicht schneller als der Dicke. Maxine, meine Geliebte, schaut mich an, ich trage es, das Halsband, von dem ich euch erzählt habe. Jenes, von dem ihr gesagt habt, es sei nur einem Traum entsprungen. Hier ist es, ein Band mit Juwelen, wie es noch nie jemand zuvor in Sissel gesehen hat. Meine Güte, dieser Kragen steht euch absolut fantastisch. Einfach umwerfend. Ich kann es kaum glauben. Sam, mein Liebling, ihr seid also doch noch ein vermögender Kater. Das bin ich, meine Tigerin. Seht euch mein Halsband an und heiratet mich. Macht mich zu dem Euren und ich werde mein Leben... Haha, was für eine leidenschaftliche Miezekatze ihr doch seid, mein geliebter Sam. So ungestüm wie eh und je, aber ihr scheint es recht dazu und einen Grund dafür zu haben.
Oh, ich werde euch nicht länger zappeln lassen. Ja, mein geliebter Sam, ich werde euch heiraten. Beim einem Wort habt ihr mein Herz zum Stehen. Was? Ja, und es dann mit ungeahnter Kraft wieder zum Schlagen gebracht. Kommt, meine Geliebte, meine Dame mit dem schlanken Schwanz, lasst uns an der Feuerstelle liegen und dort die Nacht zum Tage schnurren. Errungenschaft, och, you and me. Wir wollen reden, wir wollen reden. Ja, komm raus ins Tageslicht, zur Abwechslung mal, da können wir auch mal reden. Und so findet Sams Geschichte doch noch ein gutes Ende. Tja. Es gab einige Schwierigkeiten zu bewältigen, aber letzten Endes scheint Maxine ihn wirklich zu lieben. So ist es. Ich glaube, sie wären so oder so zusammengekommen, ob mit oder ohne Halsband. Ja, sind wir mal nicht so gemein. Romantisch. Ein bisschen so süß. So, die ist dann jetzt auch abgeschlossen. Hochzeitsglocken läuten. Ich frage mich, wo die hingerannt sind. Ich möchte gerne wissen, ob die wieder zurück in die Kneipe sind. Ob sie beim Katerchen wohnen. Nö, da sind sie weg. Ich mache hier mal ein Feuer an, weil ich es kann. Mich nervt, dass dieser trauernde Ork noch nicht das damit irgendwie, da haben wir... Hier ist eine Katze. Ach, die Maxine ist hier jetzt drin. Der hat die hier mit nach Hause genommen, hat sie wahrscheinlich gemaunzt und... Ich rede nochmal mit dem Katerchen. Mein Glücksritter, allein bei eurem Anblick frohlocken Maxine und ich immer. Gut, ich bin nochmal weg. Lass uns nochmal zum Strand gehen, weil wir haben diesen Ork, da irgendwas stimmt da nicht. Das nervt mich, dass diese Quest noch offen ist. Mhm. Okay. Das ist doch, der Strand heißt doch ruhiger Strand, ne? Ja, warte, gib mir eine Sekunde. Kein Problem, kein Problem. Oder bin ich hier falsch? Okay, ich bin gescheitert. Womit? Mit dem Unsichtbarwerden. Aber Schleichen hat geklappt. Oh, cool. Energiewolkenfallspitze, wenn ich die irgendwann nochmal benutzen kann. Nicht genügend Stärke. Oh, noch eine Fallspitze. Was haben die hier alle so? Giftfallspitzen. Nicht genügend Stärke. Ach, ist ein Wasserfass. Da kann man nicht viel tun, ne? Gut. Naja, gut. So, ich habe noch ein paar kleine Sachen mit zusammen gemopst, weil ich ein Schurke bin. Das wird also ein Kumpel gegeben, der muss das später verwursten, wenn er es kann. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann er es irgendwann, aber noch kann er es nicht. Wo ist hingekommen? Das ist erst hier gelandet. Nein, im Zweifel kann man nochmal verkaufen und dann kriegt man vielleicht trotzdem neue Pfeile dafür für den kleinen Mann. Ach so, ich würde gerne mal am Marktplatz vorbei. No, ich bin doch schon am Strand. Ach so, da dann... Da ist ja eh alles wer, ab. Warte. Benutzen. Hi. Weil... Ich hoffe, der Kerl... Ach, das hat geklappt. Ich habe nämlich die Pyramide benutzt. Weil hier kann ja nichts mehr passieren. Die sind ja schon alle tot. Aber irgendwas muss hier noch sein. Ding Dong, ist tot. Irgendwas muss hier noch sein, was wir übersehen haben. Wo ist denn diese Quest mit dem Ork eigentlich? Hier liegt der Ork. Nein, wo ist die denn angezeigt? Ich habe das in unserem Questbuch. Wo ist das Quest? Im Tagebuch? Ja. Oder wo ist das? Im Tagebuch? Ja. Oder? Ja, echt? So, wo ist denn da dieses Ding? Was sagt mir denn abgeschlossen ausblenden? Ist das? Der trauende Ork ist ja nicht abgeschlossen. Welche sind denn abgeschlossen? Alle schließen, alle, die das alle schwarze öffnen. Symbol, die schwarze Raute sind abgeschlossen. Okay, also die mit, weil das ist total irreführend, dass da oben die helle Raute ist und sagt, abgeschlossen ausblenden. Ah, jetzt wird's klarer, okay. Der trauende Ork ist es definitiv nicht. Okay, ich hab's kapiert. Wir haben hier irgendwas übersehen, aber ich weiß nicht was. Wir gucken uns nochmal um in Ruhe. Jetzt ist es hier wie Urlaub. Hulup. Hier hinten ist noch so eine Statue. Vor liegt noch ein toter, leerer Ork. Ich gucke mich mal in Ruhe um. Bisschen gemütlich, die Musik ist auch gerade sehr schön. Das kann ich nicht... Oh, warte mal, ich habe was gefunden. Echt? Yep. Naja, dieser Idiot. Dieser Idiot.
Ah! Aha! Toter Ork. Der hat Ork-Rüstung, Ork-Helm. Hab ich gekriegt? Ich hab einen toten Ork ausgebuddelt. Was mach ich mit dem jetzt? Nix, die Quest ist jetzt abgeschlossen. Ist sie abgeschlossen? Das, bist du zufrieden jetzt? Was war denn das jetzt? Was denn? Das war ja jetzt auch witzig. Ich hab gedacht, wir suchen nach einem Sandhaufen. Ja. Du hast ja für die Dings eine ziemlich gute Rüstung, ne? Ich habe eigentlich auch eine gute Rüstung der Feuerresistenz. Aber die Ork-Rüstung, auch wenn sie nicht irgendwie magisch, also nicht blau ist, hat den gleichen Rüstungswert, gibt plus 1 Stärke und plus 20 Lebenspunkte, um 5% der Wahrscheinlichkeit für eine Runde den Status Furcht hervorzurufen. Plus 1 Wahrnehmung, plus 1 Initiative. Der Ork-Helm, der geht an Volgraf. Aber die Ork-Rüstung weiß ich nicht, weil die gleichen Rüstungswert hat. Aber die hat 100 Haltbarkeit. Ne? Ich rüste die jetzt einfach mal aus und guck sie mir mal an und ich nutze die Gelegenheit und repariere das, weil meine Rüstung, die bisherige, die wird noch nicht verkauft oder so, die wird jetzt nur mal zwischengelagert. So, wie sieht denn die aus, die Ork-Rüstung? Schräg. Aber gut, kann man mal machen, wenn es Furcht auslöst, soll mir es recht sein. Und wenn jetzt der, das sind 22 Helm, das sind 17, aber die plus 1 Wahrnehmung ist natürlich plus 2,4 Sicht und plus 1 Initiative ist, glaube ich, für, ist geil für ihn. Ich teste das mal. Das ist gut, hat sich doch trotzdem gelohnt. Ja, dann zeige ich den Helm jetzt. Sieht man ihn jetzt? Nee. Jetzt wow. Wird er dargestellt, dann. Guck mal hier. Aber das sieht eigentlich cool aus. Das kann man auch mal anlassen. Das Gesicht ist nur zu sehen. Das sieht irgendwie ganz lustig aus. Okay. Gut, damit hätten wir dann hier den wir hier auch noch abgekrabbelt. Dann können wir nämlich jetzt zum Hafen. Ja, okay. Teleportierst du uns hin? Oder zum Nordtor. Wir wollen zum Marktplatz, ne? Ja, wäre gut. Der Hafen ist doch dann okay. Sachen kann ich verkaufen. Hafen, ja, Nordtor ist das Beste für den Marktplatz, glaube ich. Nordtor? Also ich bin da. Ja. Wo bist du? Ah, dann bin ich wieder, diesmal bin ich nicht mitgekommen, okay. Der letzte Mal bin ich immer mitgerissen worden. Ich benutze jetzt einfach hier die Pyramide nochmal. So, ich bin auch da, siehst du? Ich bin auch da. Ich bin immer schon da gewesen. Ich bin total da. Okay. Was machst du denn da? Ach, das war's gar nicht du, das war die Dings, die... Die Dingsi Bumsi. So. Gut, gut. Alter, das macht mich schon fertig, das Spiel so ein bisschen. Ah, oh, was da für ein Content drin ist. Ist schon einfach krass. Das stimmt. Die kann ich nicht identifizieren, die werde ich auch so schnell nicht identifizieren können. Das gibt aber eine Menge Kohle. Und das ja auch noch dazu. Die Frage ist halt wirklich. Da müsste ich mal wissen, das ist natürlich ein super Bogen. Ich hatte doch noch was, was nicht identifiziert ist. Der kostet auch nur 1751. Na gut, das kann ich mir niemals leisten. Ist anscheinend doch alles identifiziert bei mir. Dann gucke ich nochmal hier, was ich noch hier für Sachen mitnehmen kann. Energiewolkenfall. Ja, ich glaube, ich würde aber gerne nochmal hier 3 von nehmen und davon vielleicht 2. Und dann der Eispfeil. Noch ein bisschen mehr. Ich könnte noch Dampfwolken und Wasserfall drauflegen. Energiewolkenfall. Lebenserhaltung haben wir hier nicht. Ich mag das hier eigentlich ganz gerne. Dann würde ich sagen, wir kaufen das. Wir legen ja nicht so viel drauf. Und dann können wir das direkt weitergeben an den guten Bogenfried. So, Vollkraft checken.
Wolgraf hat damit wieder immerhin 3 Brandpfeile. Es ist nicht wahnsinnig viel, aber besser als nix. Und er hat noch einen Silberpfeil. Und das Ölfläschchen hat er auch noch drin rumhängen, aber ehrlich gesagt muss das da nicht sein. Ach, da hat er ja noch eine Lebensrolle. Dann tun wir das hier eben auf die 4 ballern. Das komische Ölfläschchen. So. Wir haben so einige Spezialpfeile für ihn. Das ist sehr gut. Kann man so sagen. Die Eisenrüstung nehme ich weiter mit. Ich möchte Erfahrung sammeln. Das Ding kann in der Meisterstufe 2 identifizieren, aber wir können das nicht. Ich habe noch einen unheilvollen schwarzen Schlüssel gefunden. Irgendwo habe ich ja meine Schlüsselsammlung. Da kommt er dazu. So ein bisschen schön haben will ich auch. So, und ich glaube, ich verkaufe jetzt doch aufgrund der mangelnden Kompetenzen die Pfeilspitzen, weil ich kann da immer noch nichts mit anfangen, ne? Ich krieg das nicht hin. Ich kann die nicht zusammenbauen. Das ist so schade. Aber dann verkaufe ich Spitzen und kaufe lieber dafür Spitzen, ne? Mhm. Auch wenn es sich nicht rechnet so wahrscheinlich, aber die Nichtverwendung ist ja auch nicht weiter, also hilfreich. So, das macht 70. Das ist nicht viel, aber gut. Irgendwann können wir die machen und wenn wir sie machen können, können wir die auch fleißig sammeln. Aber vorher macht es halt einfach keinen Sinn. Finde ich. Meine Meinung. Nein. Schon ausgleichen. So, 70 habe ich gekriegt. Ich bin da mal weg. So, das bedeutet 70 mehr. Lebensrollen. Vielleicht kriege ich hier noch eine. Jo, da gibt's noch eine, die kaufe ich direkt. Damit habe ich noch eine mehr. Es gibt 4 Heiltränke, Feuerresistenztrank. Hier gibt's auch einen kleinen Omni-Resistenztrank, auch interessant. Mhm. Die Heiltränke sind halt eklatant teuer. Bei 4 Stück 648 Gold. Das sehe ich nicht. Ein Trank für plus 10 Rüstung, der kostet 41. Dann habe ich genau 400, das gönne ich mir mal mit. Da kann ich mich mal stärker rüsten, so spontan, aber das ist natürlich auch nur. Okay, ich glaube, hier gibt es einfach nichts Neues bei dem Kerl. Und dann tun wir den Trank doch die Granate darüber. So, und dann tun wir den Trank da dazwischen packen. Ich trage immer noch die rote Stofffarbe mit mir rum. Die kann man auch benutzen. Die müsste ich eigentlich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich die rote Stofffarbe benutze. Ich teste es jetzt einfach mal ganz. Ach nee, kann man kombinieren. Ja, warte mal. Das möchte ich wissen. Die rote Stofffarbe jetzt hier mit meiner Rüstung kombiniere. Kommt dabei. Ah, okay. Ich könnte meine Rüstung rot malen, aber nicht mit meinen Fähigkeiten. Okay, interessant. Witzig. So. Na gut, experimentieren. Was macht er da? Rezepte. Was habe ich hier? Pfeile, Pfeilschaft. Ach so, hier sind Rezepte, werden ja angezeigt. Pfeilschaft geht mit einem Messer und einem Ast. Ist ja auch witzig. Objekte, Eisenbahren, Federkiel, Knochenstaub, Sternenstaub, Teig für selbstgemachtes Zweihandschwert, Amboss und große Eisenbahren. Witzig. Kürbissuppe. Ach, guck mal. Pizza kann ich machen. Für Teig brauche ich Mehl und Flasche Wasser. Ach so, Becherwasser, oder? Ach. Fischpastete, aber hier die Kürbissuppe. Ich diesen Ofen hätte, aber ich habe nichts zum... Na gut.
lassen wir. Kommen wir vielleicht noch dahinter. Makulatur. So. Mhm. Wer kann denn bei uns Fallen entschärfen? Ich dachte, ich könnte das, aber ich hatte keinen Fall. Ich kann das auch. Manchmal kann ich das und manchmal nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe hab kein Fallenentschärfer-Werkzeug mehr. Das habe ich irgendwann verkauft, aber irgendwie war es wahrscheinlich blöd. Das Buch ist ja billig. Hast du die Bücher ihr verkauft? Ja, ich habe viel verkauft. Hast du ihr auch die Bücher verkauft? Glaub nicht. Ich war. Kaufe ich mir jetzt. Ich weiß es aber auch nicht. Ja, aber ist okay. Ich kaufe mir für einen. Wieso? Blitzen kaufen brauchst du doch nicht. Nein, aber das kann mich weiterbringen. Das ist ja vielleicht ist da. Ja, wenn, dann habe ich das aber schon länger verkauft, wenn das von mir war. Wer es schmilzt? Ich habe gehört, dass orkische Schmiede ihre Äxte aus zwei Stahlstücken herstellen. Es wurde kein Rezept eine so aktiviert, groß... dann hatten wir das schon gelesen. Ja gut. Ich verkaufe sie wieder. Also wenn, dann sind die Bücher, kannst du normal nur die wir finden, verwenden. Wenn bei einem Händler, glaube ich, eher nicht. Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber wenn die von uns verkauft sind, dann natürlich die hat eh schon eine ganze Menge Müll da unten rumhängen, inklusive Holzfigürchen und eine ganze Laborausrüstung. Das haben wir ja genau, deswegen, die aktualisiert sich nämlich da nicht. Naja. Das geht alles halt nicht weg, ne? Also es wird nicht wiederverkauft. Das ist irgendwie kein gutes Geschäft. Insofern... Was kostet das? Nee, dankeschön. Das ist mir zu teuer, tut mir leid. Gut. Du willst Schluss machen, ne? Ist das schon wieder so weit? Wie kann das sein? Ja gut, ihr habt's gehört. Die Frau sagt Ende Gelände, dann ist es auch so. Genau. Okay. Macht's gut. Bis zum... Ja, macht es das. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Tschüss.